Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Und wie bei anderen Lebensmitteln spielen Verpackung, Haltbarkeit und Temperatur eine wichtige Rolle. Die Wasserversorger liefern staatlich kontrollierte Qualität bis an die Übergabestelle im Haus, das heißt die Hauptabsperrvorrichtung im Keller. Ab hier sind die Hauseigentümer für die Wasserqualität verantwortlich. Und hier spielt die richtige Verpackung eine große Rolle. Das meint, alle Leitungen, Vorrichtungen und Armaturen, also die komplette Trinkwasserinstallation. Auf diesen letzten Metern kann sich die Qualität des Lebensmittels Trinkwasser entscheidend verschlechtern. Wichtig sind deshalb die regelmäßige Überprüfung und Wartung der Trinkwasserinstallation durch einen zugelassenen Installateur. Qualifizierte Betriebe führen die Wasserversorger in ihrem Installateurverzeichnis. Der Profi kennt die örtliche Wasserbeschaffenheit und nutzt das passende Material. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Installation und eine hohe Trinkwasserqualität. Übrigens, alte, gesundheitsschädigende Bleileitungen sollten vom Installateur ausgetauscht werden. Zum Thema Haltbarkeit kann der Nutzer Wesentliches beitragen. Wie andere Lebensmittel auch, verliert das Trinkwasser mit der Zeit an Frische. Das angetrocknete Randstück einer Gurke zum Beispiel essen wir nicht, sondern werfen es weg. Wenn Trinkwasser länger als 4 Stunden, zum Beispiel über Nacht, in der Leitung steht, ist es nicht mehr frisch. Wir sollten es dann nicht mehr trinken, sondern besser zum Putzen oder Blumengießen nutzen. Überhaupt sollte Trinkwasser nicht zu lange in den Leitungen stagnieren. Das heißt, auch wenig genutzte Wasserhähne, zum Beispiel im Gäste-WC, sollten regelmäßig aufgedreht und damit die Leitungen durchgespült werden. Dass frisches Wasser aus dem Hahn kommt, erkennt man am besten an der kühlen Temperatur. Die Temperatur ist der 3. wichtige Faktor für die Qualität des Lebensmittels Trinkwasser. Die Temperatur von kaltem Leitungswasser sollte unter 20 Grad liegen, die von warmem zwischen 55 und 60 Grad. Andernfalls können sich Bakterien wie Legionellen in der Hausinstallation vermehren. So bleibt bei richtiger Temperatur, korrektem Umgang mit Stagnationswasser und passender Verpackung unser Trinkwasser ein richtig gutes Lebensmittel. Die richtigen Ansprechpartner für weitere Fragen oder zur Untersuchung des heimischen Trinkwassers sind die Wasserversorger und das Gesundheitsamt.